Juhu, Sims 4 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play die Sims 4. Jetzt musste sich unsere Sarah erstmal gleich einen Joghurt holen, wie sie läuft. Das ist so super. Sieht einfach so super falsch aus. Latsch, latsch, latsch. Und hier läuft gute Musik. Oder draußen laufen wieder sehr interessante Personen. Und da kommt ja schon wieder Chloe zu Besuch. Nee, Chloe, ganz ehrlich. Geh Hausaufgaben machen. Geh nach Hause. Das kann doch nicht wahr sein. Guck mal, es ist 21:12 Uhr. Die läuft einfach vorbei und kommt hier. Das tut mir echt leid, junges Mädchen, aber. Oh, Thorsten, wo hast du das Joghurt denn auf einmal her? Das hast du doch wohl nicht etwa unseren Besuch geklaut. Doch, Thorsten hat das Joghurt geklaut. Und hier gibt's frische Würstchen. Auch nicht übel. Und was macht Sarah da? Sarah geht nach Hause, vermutlich. Oder wo auch immer Sarah hingeht. Eigentlich muss sie ja auch mal arbeiten bald. Von daher sollte sie wirklich langsam mal. Sie war ja auch nicht wirklich zu Besuch. Sie hätte sich ja nochmal von Thorsten verleiten lassen, nochmal reinzugehen. Frei nach dem Motto. Ne? Doch nochmal. Das ist übrigens nicht dein Weg nach Hause. Ja, genau. Sie war nur noch mal kurz da. Jetzt sagt sie auch Tschüss. Wo ist denn Sarah hin? Ich habe noch hier Joghurt. Naja, dann esse ich das halt. Eieieiei, das Chaos, das Chaos. Hier, du kannst dein mittelgroßes klassisches Gemälde mal fortsetzen, Mister. Und Yuki, du hast doch bestimmt wieder ganz viele tolle Sachen geerntet, ne? Ja. Da, guck mal, der Bananenbaum wächst hier. Ist das süß. Klein Kochbaninchen da dran. Kann man das ernten? Hast du da nicht gedacht, du hast schon alles geerntet? Jetzt haben wir alles geerntet. Hier sind noch leckere Würstchen. Würstchen essen. Ah, und die stellen wir in den Kühlschrank. Aber Thorsten, du solltest dein Gemälde weiter malen. Thorsten? Thorsten? Was ist denn los? Was kicherst du denn so? Thorsten? Gemälde! Thorsten, Gemälde. Es wird nicht geschlafen, junger Mann. Hopp, hopp! Auf geht's! Ja. Wie dabei wieder an Brüste, Büsten denkt, ne? Unglaublich. Oh, das sieht schön aus. Kritisch beurteilen können wir das jetzt auch? 733 Simoleons, nicht übel. Wenn wir unser eigenes Bild kritisch beurteilen, was kommt dann dabei raus? War das jetzt eigentlich gut für unsere Arbeitsleistung? Ja. Hey, Moment, ihr müsst noch eigentlich befördert worden sein. Davon habe ich gar nichts mitbekommen. Ja, habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Voll peinlich. Thorsten wurde befördert und ist jetzt Schmierer von Wasserfarben. Er verdient jetzt 3 Simoleons mehr. Das ist ja klasse. Wir haben eine Staffelei bekommen. Und wir können Gemälde kritisch beurteilen. Und das können wir mal verkaufen. Und jetzt, Schatz, jetzt darfst du schlafen gehen. Was für eine Staffelei haben wir bekommen? Die hier, Staffelei, leicht wie der Wind. Gucken wir uns doch jetzt mal an hier. Ich kann mir damit auch bessere Bilder malen, ha? Sieht auf jeden Fall super aus. Muss ich eine Info zu dem Objekt angucken noch? Wir können explizit Landschaftsgemälde malen. Okay. Plus Malereifähigkeit, Gemäldequalität 5. Okay, das ist definitiv besser für die Qualität. Na dann. Wir können ja, wenn wir es dann geschafft haben, den Job und so zu meistern. Diese federleichte Staffelei ist leicht zu tragen. An stürmischen Tagen kannst du sogar dem Wind das Tragen überlassen. Oh, das ist ja schön. Wir können also bessere Gemälde mit so einer Staffelei erstellen. Da sollten wir ja, wenn wir das Maximum der Staffelei mal irgendwann erreicht haben, den Job kündigen und nur von den Bildern leben, weil das sollte sich machen lassen. Definitiv. Was haben wir denn hier noch alles Lustiges? Das waren die Weihnachtsdinger. Hier, die Poster können wir mal verkaufen. Die wollte ich nicht behalten. Den Käfer behalten wir auf jeden Fall. Ja, gut, die geniale Stereoanlage, die ist so richtig cool, ne? Aber wir haben ja schon die hier und die ist cooler eigentlich. Ja, Pinnwand kann ruhig gelöscht werden. Na gut. Thorsten geht schlafen. Yuki und Leo sind schon beide schlafen gegangen. Hier ist noch ein Drecksteller, wie immer natürlich.
es einmal gebacken bekommen würden, dass hier nicht noch irgendwas rumliegt. Halt. Nein. Nein, ich will die Zwiebel. Da muss aber jemand dringend auf die Toilette, du. Ich wollte gerade sagen, du kannst mal oben auf die Toilette gehen. Ja. Wie geht's Leo? Geht's Leo gut? Ja, alles in Ordnung. Thorsten muss auch bald mal auf die Toilette. Ach, ist ja schon am frühen Morgen. Ach so, ja, Zeit vorspulen. Das vergesse ich immer, wie extrem schnell das geht. Na, dann kannst du mal auf die Toilette gehen und duschen. Und du bist eigentlich total fit. Und öffnen. Dann kannst du ja mal was von den neuen frischen Würstchen essen, die wir jetzt hier haben. Und Yuki kann ansonsten... Ja, duschen geht jetzt unten schlecht. Da ist Thorsten gerade... Könnte sonst mal, könnten wir wieder Frühstück? Kräuterheilmittel brauen, stimmt ja. Wir können ja jetzt auch Kräuterheilmittel brauen. Ist das nicht Wahnsinn? Gourmet-Menü. Da müssen wir uns eigentlich auch mal ein bisschen dran weiter üben. Könntest du eigentlich mal wieder was kochen üben? Thorsten, das war notwendig, ne? Ja, ich hab im Traum schon die ganze Zeit geträumt, dass ich auf die Toilette gehe. War voll peinlich. So, da muss man halt ein bisschen Geduld haben. Dann klappt das auch mit dem Reinlegen von frischen Lebensmitteln. Darf ich? Danke. Hey, Moment. Es ist hier doch Basilikum. Genau, dann geht er mal da rein. Geh da rein. Die Möhren auch. Und die Tomaten. Na, guck mal, sie schneidet sich schon nicht mehr so oft in den Finger. Ich bin richtig begeistert. Mensch, Yuki. Lecker. Thorsten, alles gut? Thorsten hat Hunger. Gib dir jetzt gleich Kräuter-Knoblauchpasta. Ist auch nicht schlecht. Kannst du auch zum Frühstück essen. Sich so lange hinsetzen. Ja, er hat wirklich Muskeln zugelegt. Unfassbar. Du musst heute auch wieder arbeiten, ne? Ja, noch 2 Stunden. Aber dann hast du wieder frei. Tagesaufgabe. Gemälde anfertigen. Anblick wunderschöner Natur. Das mit dem Landschaftsgemälde interessiert mich jetzt doch. Du bist ja fast fit. Um 9, das bedeutet, du hast noch ein bisschen Zeit, ein Landschaftsgemälde zu machen. Aber wenn du Hunger hast, kannst du auch auf der Arbeit essen. Geht das eigentlich schnell genug? Ja, ja, circa eine Stunde auf der Arbeit. 50% erledigt? Ich glaube, das könnte genau passen. Das könnte genau hinkommen. Fast genau. Diese 75%. Das Gemälde ist fertig, du dämliches Spiel! Hoffentlich ist da auf der Arbeit was. Das ist aber hübsch geworden. Wow, das ist verdammt schön geworden. Das ist genau der Wasserfall und der Ort von Outdoor-Leben. Ist das jetzt mit Outdoor-Leben neu reingekommen? Das wäre ja gut. Wer hat dann hier oben sein... Ach, Thorsten. Unglaublich. Er geht ja mit Katzenöhrchen zur Arbeit. Blech. Was schmeckt denn hier wieder nicht? Schmecken hier wieder die... Wieso, die Qualität ist doch okay. Wenn die Qualität... Oh, Schatz, ey, danke, dass dir meine Nudeln so gut schmecken. Ja, die waren voll lecker. Zuneigung ausdrücken. Oh, das ist ja auch süß. Was möchte sie machen? Unglaubliche Geschichte erzählen von einem Einhorn. Habe ich eigentlich übrigens gerade wieder... Ich hatte vorhin... Spieloptionen. Jo, hatte ich vorhin aus Versehen gemacht. Also nicht aus Versehen, sondern ich habe es noch nicht umgestellt. Ich finde dich richtig super, Leo. Ja, wirklich? Weil ich so sportlich bin. Kann man wieder mehr Sport treiben, allerdings. Oh, er muss ja schon wieder auf die Toilette. War er nicht vorhin schon? Hatten wir das nicht vorhin irgendwie? Können auf jeden Fall mal wieder hier schweres Gewichtheben machen. Episches Training nicht, aber schweres Gewichtheben. Oh. Spürst du die Liebe, Leo? Ja. Dir zuliebe sollte ich eigentlich aufs Klo gehen, aber... Oder duschen, aber ich denke gerade mal an mein Törtchen. Ah, oh, an mich? Ja. Oh, das ist mir jetzt peinlich. Hallo. Sag mal, eine Kommode haben wir doch. Wollen wir die Sarah schenken? Weil
Die arme Schriftstellerin ist voll arm und die hat keine Kommode. Ja, die hat nicht mal eine Beziehung, aber ist sie so süß. Das kann ich auch gar nicht verstehen. Voll schlimm. Ich meine, die müssen unbedingt mal verkuppeln. Das kann ja nicht so schwer sein wie ein Dinosaurier. Ja, ein guter Vergleich. Ja, ne? Ich bin gut in Metaphern. Ja, das müssen wir wirklich hinkriegen, ey. Finde ich auch. Ich gehe Gewicht heben. Kunst gesucht. Eine neue Galerie bittet um Kunstwerke. Thorsten weiß, dass die letzte Präsentation dort eher traditionell war, doch er ist gerade damit fertig geworden, sich für eine Serie mit dem Titel Du bist mein Sonnenschein in Senf eingeschmiert auf einer Leinwand zu wälzen. Das Bild in meinem Kopf gerade. Soll Thorsten die ausgefallenen Werke einreichen oder auf Nummer sicher gehen? Warum dann nicht mal was Ausgefallenes? Die Galerie findet, dass das Werk sehr zum Nachdenken anregt und dass dazugehörige Restaurant verdoppelt während der Präsentation den Hotdog-Verkauf. Leistungsverbesserung mittelgroß, ne? Das ist so super. Hat er sich mal wieder in Senf gewälzt. Unglaublich. Oh, guck mal, der ist Mikesh. Den lassen wir mal. Hallo, herein bitte. Halt, nein, nein, nein. Nein, Mikesh, bleib da. Mikesh, bleib stehen. Bleib. Guck mal, ist doch alles gut, Leo. Kümmern uns schon um dich. Oh, hallo Mikesh. Schön, dass du mal wieder hier bist. Du, Thorsten, ist gerade arbeiten. Ja, ich weiß doch. Ich dachte, ich komme einfach mal so zu quatschen vorbei. Tratschen könnten wir mal hier. Erstmal ein Kompliment machen. Das ist immer gut. Das sieht heute richtig gut aus. Ja, wirklich, dabei habe ich letzten Tag jetzt gleich schlecht geschlafen. Freundlich, fesselnde Geschichte erzählen. Unterhaltet euch mal ein bisschen. Kochen reden. Und. Meine Maus reagiert schon, wenn ich tratschen. Müssen die wieder kennenlernen? Das kennenlernen. Ja, eine neue Nachbarin, die kann nicht mehr Gemüse anbauen. Wirklich? Unglaublich. Ja, ich höre da schon die Glocken läuten bei der. Weißt du, die werde ich verkuppeln, sag ich dir aber so richtig. Wirklich unglaublich. Kenne ich noch gar nicht. Muss mir mal vorstellen. Ach doch, richtig. Hast du mir erzählt gehabt, die Sarah, oder? Ja, das ist so ein richtig niedlicher Kuchen, die Kleine. Ja, das ist nicht für mich. Also ich muss sagen, ne, da stößt du bei mir auf Granitsteine. Ich meine Grabsteine. Echt? Schade. Naja gut, ich meine, du hast ja sowieso erst mit unserem Lama, ich meinte mit unserem Thorsten da mehr so angebändelt. Ja, der ist mein Sonnenschein, das muss ich schon zugeben. Ja, aber weißt du, ob der richtig für dich entflammt ist? Ich hoffe es, aber ich glaube es immer noch nicht so richtig. Ja, du, nach der Weihnachtsfeier dachte ich das nämlich eigentlich auch. Ja, das habe ich mir eigentlich auch gedacht. Vielleicht hat er ja auch einfach nur überreagiert. Spinnst du mir auch sowas? Du sagst, jetzt kann ich nachts wieder nicht schlafen. Das ist nämlich ja Fliegenmist. Ingenieurswitze erzählen, sowas können wir machen. Gitarrensolos schwärmen, aha. Inja Teshwa? Was? Ich liebe Musik. Kann ich verstehen, ich mag Musik auch. Wunderbar, wunderschöne Musik ist schönes Leben für mich. Läuft übrigens gute Musik bei euch wieder hier. Ich muss sagen, mir gefällt eure Wohnung. Ja, jetzt um nochmal auf Granit zurückzukommen. Wie war's, wenn du mit Granit? Naja, nicht, dass du bei Thorsten auf Granit stößt. Da müssen wir irgendwann mal was machen. Da müssen wir dran arbeiten, weißt du? Was soll ich denn noch machen? Ich war schon so offensiv. Ich kann gar nicht sagen, wie offensiv ich war. Ich habe ihn mit meinem Kopf auf mich draufgestoßen. Ja, vielleicht war das der Fehler. Vielleicht musst du da feinfühliger sein. Er kann manchmal eine ganz schöne Pussy sein. In einem Videospiel erschreckt er sich immer vor Spinnen. Wirklich, das ist ja peinlich. Das ist ja explosiver Stoff. Das merke ich mir. Ich dachte mir, der wäre so ein Bär, der nicht erschrecken kann. Aber da bist du in Wirklichkeit so ein kleiner Frosch. Ja, damit kann ich arbeiten. Das kann doch, wirklich. Mann, lieber, euch muss mal wieder jemand sauber machen, das ist ja ässlich. Kann ich nicht fassen. Meine Fresse liegt hier viel Staub rum. Wer putzt denn bei euch eigentlich gar nicht? Ach, ich hab Rückenschmerzen. Sie so voller Musik hören. Wie geht's eigentlich unserem Garten? Oh, Leo, bist du fix und fertig mit Training und so? Hast du jetzt richtig Muskeln? Kannst du jetzt deine Muskeln zeigen? In die Wolken schauen? Ich glaube nicht. Hör doch mal auf, episches Training bis an die Grenzen gehen, ständig Alkohol konsumieren zu wollen. Mikesh geht voll ab. Yeah, voll die Raver Party. Wie geht's unserem Garten? Unser Garten braucht wahrscheinlich schon wieder Pflege, ne?
alles ernten, Garten pflegen und dann können wir hier wieder Sachen weiterentwickeln. Das ist ja super. Können wir eigentlich auch wieder düngen? Nee. Ach ja, wir haben ja keinen Dünger momentan. Aber nach dem Ernten haben wir wieder Dünger. Die Musik ist super. Wie, Garten ist... Brauchst du nicht? Alles gut im Garten? Okay. Ein bisschen gießen. Achso, sie hat jetzt hier draußen auch die Musik angemacht. Das war die Musik, die ich besser fand. Das auch weiterentwickeln? Ja. Glitzert ja so viel. Naja, nur zwei. Schade. Aber wir müssen wieder so viel gegen Käfer einsprühen. Sonst knabbern sie uns noch unseren armen Trifion an. Unser großartiger Kochbananenbaum. Trifion ist ein großartiger Kochbananenbaum geworden. Wunderbar. Jahrgang 86. Ah, okay, ja, den Witz versteht jetzt wieder keiner. So, Leo. Bumpen. Der Opa ist schon wieder da, ne? Ja, ich wohnt hier noch mein Schwiegersohn. Hallo. Ich verliere den immer. Wo wohnen die denn jetzt? Wo wohnt denn meine Enkelin? Ich hab mich schon wieder verlaufen. Ah, nicht zu fassen. Und Miki schon auch einfach wieder so im Raum stehen lassen. Leo, dann pumpen, richtig. Boah, Yuki braucht aber lange, um den Garten zu pflegen. Also wir müssen langsam mal so ein paar Pflanzen müssen wir loswerden, glaube ich. Ach mal, sie können... Ach klar, die beiden können ja auch quatschen, während hier Leo am Arbeiten ist. Ja, das ist aber richtig sportlich hier. Hätte ich mir gar nicht vorgestellt, dass du so eine Fitnessfanatiker bist, ja? Ja, ich bin schon ein cooler Typ, ja. Meine Muskeln, die können sich richtig sehen lassen. Okay, das wird jetzt langsam ein bisschen anstrengend, glaube ich. Du schwitzt auch, aber Schweiß ist durchaus sexy. Doch, wirklich. Ja. Danke fürs Kompliment, aber ich habe schon eine Freundin. Das weiß ich doch, Idiot. Nein, er muss wieder gehen. Mikesh, bleib da. Ich glaube, der macht das mit Absicht. Er will Thorsten irgendwie schmoren lassen oder sowas. Der Arme. Der ist sowieso momentan nur noch am Arbeiten und schon fertig mit Nerven. Aber das Bild, das er gemalt hat, ist schön geworden. Wollen wir mal hart arbeiten lassen? Nee. Über Kunst nachdenken, kommt er inspiriert zurück. Geht's eigentlich jetzt überhaupt... Naja, Tagesaufgabe fast erledigt und so. Mach mal ruhig fleißig arbeiten. Das ist da. Läuft doch. Yuki? Yuki will erstmal Zocki machen. Du hast noch nicht alles geerntet. Yuki. Geht doch. Düngen. Ein schmerzstillendes Mittel bei Skorpionstichen. Ziert dieses blätterige Kräut heute exquisite Speisen. Achso, ja, man kann ja mit Basilikum ja auch kochen übrigens. Düngen wir mal mit Pilzen. Ich habe gehört, mit Pilzen düngen ist gut. Und hier kannst du auch noch was weiterentwickeln. Das habe ich gar nicht gesehen. Oh, Leo muss bald bei der Arbeit sein. Ja, können wir uns gleich drum kümmern. Du musst duschen. Oh mein Gott, was ist denn schon wieder passiert? Ich wusste nicht, dass Schweiß in der Lage ist, einen so dermaßen krass... erfrischende Dusche. Dermaßen krass Platz zu machen. Wow. Wow, oh mein Gott, Leo, was bist du denn für ein Bodybuilder geworden? Guck dich mal diese Muskeln an. Jetzt darfst du erstmal eine Weile Pause mit Muskeltraining machen. Er bräuchte jetzt noch so richtige Bodybuilder-Klamotten eigentlich. Oh, Qualität Weinrebe ist gestiegen. Schön. Wir müssten auch mal Pflanzen vernünftig kreuzen. Wir haben bis jetzt immer nur so Bumsmist miteinander gekreuzt. Karotte und Zwiebel oder sowas. Das bringt dann zwar mehr Karotten und Zwiebeln, aber wirklich, wirklich was bringen tut das jetzt auch nicht. Das sagst du mal lieber nicht so laut. Ich habe schon ewig nicht mehr nach unseren Postkarten geguckt. Ach so, ja. Richtig, ich wollte erst mal... Oh, ich wollte an meinem Espresso trinken. One genie, lecker. Koffein. Ganz schön bitteres Koffein. Ich wollte... Leo braucht jetzt so richtig... Wow, guck dich das mal an. Hier, sowas kannst du jetzt tragen. Das sieht seltsam aus. Wow. Oh mein Gott, ist das ein Muskelpaket geworden. Ich fasse es nicht. Oh, sowas steht ihm ganz gut.
Das hier sind ja die Outdoor-Leben-Klamotten. Das sind so Sportklamotten halt. Gott, die pumpen ja noch mehr auf. Das geht noch ganz gut. Das ist eigentlich so ein Typ für gut sitzende T-Shirts jetzt. Sowas ginge auch. Das ist so eine Spon- Ich fand, das stand ihm jetzt eigentlich ziemlich gut. Rot steht ihm halt sehr gut. Rot macht aber halt gleich in dem Moment ein bisschen breiter noch. Oh mein Gott, Leo, du hast so viele Muskeln zugelegt. Du musst aufhören damit. Wow. Ich meine, Yuki wird's gefallen, ne? Hier, guckt euch mal die Beine, die Haare. Süß. Du brauchst eine bequeme, lange Hose jetzt. Eine schöne, bequeme Jeans. Ja, das sieht da sehr stylisch drin aus. Das ist eine Sportkleidung. Die darf jetzt, jetzt können wir es mal ein bisschen knapper machen, oder? Komm. Hier. Damit, perfekt. Schlafanzug. Damit, da können wir jetzt auch mal Tanktop-mäßig, oder? Haben wir nur das eine? Echt Sport-Tanktop. Egal, Yuki wird's gefallen. Das sind deine Partykleider, ja? Wirklich. Dann ist doch, das hier ist doch... Das hier ist auch nicht übel. Das ist keine Partykleidung, das ist peinlich. Das ist auch nicht so das... Ach, du liebes bisschen. Sweatshirts trägt man nicht, Anzugjacken trägt man vielleicht noch eher. Ach, du liebes bisschen. Poloshirt, nee. Das kannst du als Ausgehkleidung tragen, das ist super. Oh, guckt euch diesen Muskelprotz an, ey. Das ist ja unglaublich. Aber schicke Alltagsklamotten damit. Ich frage mich nur, ob für ihn auch eine andere Haarfrisur jetzt irgendwie cooler wäre. So, müsste ja nicht so eine Macho-Sportfrisur sein. Ist ja schon so ein bisschen Macho, die Frisur jetzt, aber... Sowas könnte Leo auch tragen. Ihm stehen ja eine Menge Sachen. Ach, du liebes bisschen. Voll cool, plötzlich lange Haare. Da kriegt er was von Don Lotario mit den langen Haaren, du. Hat durchaus was. Ich finde, Leo mit langen Haaren ist fesch. Ja? Wie war das eigentlich mit dem Bart? Alter, jetzt sieht er aus wie so ein Aufreißer-Gigolo. Nee, das ist schon... Das ist der Leo-Bart. Den muss er auch beibehalten. Der ist einfach super. Der ist einfach... Der ist einfach das Beste, die wo gibt. Nee, nicht die Katzenöhrchen. Siehst du eigentlich mit Brille aus? Ich bin nur gerade am Rumexperimentieren, wie er mit sowas aussehen würde. Make-up, so. Gab es irgendwas Neues eigentlich? Make-up mit Outdoor-Leben? Irgendwas Besonderes oder so, was man übersehen haben könnte? Nö. Die finde ich immer so lustig. Zum Pool dazu gekommen. Ja, Leo sieht jetzt... Wow, da kannst du vielleicht dann doch noch was anderes anziehen. Ist da Opa-Klamotten? Das ist noch ganz cool. Wie er einfach wie so ein Proll aussieht in den Kleidungsstücken. Das ist unglaublich. Weil die Muskeln da schon so ein bisschen arg rausstechen. Sieht aus wie... Guck mal, Türsteher! Oh, ein Original-Türsteher! Voll gut! Das verdeckt ein bisschen die Muskeln. Das finde ich jetzt gar nicht mal schlecht. Ob Sims auch übertriebene Muskeln wieder loswerden? Das müssen wir ihm irgendwie noch ein bisschen abgewöhnen. Alter, in dem Pulli. Geht gar nicht. Ja, dann lieber hier diese Outdoor-Klamotten. Das sieht komisch aus. Das ist schon besser. Ich finde, lange Haare stehen ihm erstaunlich gut. Hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Aber wir haben es mit den Muskeln ein bisschen übertrieben, glaube ich. Für ihn herrscht jetzt erstmal wieder Trainingsverbot. Der muss jetzt erstmal wieder ein bisschen runterkommen. Bauen sich bestimmt nach einer Weile Nichtstun wieder ab.